Ja, moin Leute, hier ist der Kistenschieber wieder. Bin auf dem Weg zum Flohmarkt mit der Pixel Squad und zwar mit Pixel Ami, Protobailo und Ricky's World. Ja. Nachher seht ihr dann mal die Funde und Käufe der letzten Tage. Bis denn. Ja moin Leute, hier ist wieder der Kistenschieber. Habe viele neue und alte gebrauchte Sachen. War vor einigen Tagen, also letzte Woche, ja diese Woche muss man ja sagen, heute ist ja Sonntag, zweimal bei GameStop. Joa, und da habe ich einiges gefunden. Bei dem ersten war ich in der Bremer Waterfront. Da ist ja, hole ich ja häufig die Kaufe 3, zahle 2 Aktion. Da habe ich einmal Akibas Trip Undead Undressed für PS3. Ja, 14,99. Das gibt, boah, geht auch günstiger, geht aber auch teurer weg. Also ist schon ganz gut. Hier mit Anleitung. Also das Spiel fängt schon richtig an. Das ist ein Spiel, was in dem bekannten Bezirk da spielt. In Tokio. Akiba halt. Und ja, da hat man Zombies und so was. 450 Kleidungsstücke, rund 80 Waffen. Verschiedene Storypfade und unterschiedliche Enden. Ja. Zielen gewaltige Straßenschlachten gegen Unmengen von Vampiren, nicht Zombies, da habe ich mich geirrt. Und Spiele, ja, englischer oder japanischen Stimmen. Das Spiel selber ist hier hinten. Ah, da steht das auch. Zwar auf Deutsch, aber englischer Text, falls ihr euch das holen wollt. Aber das Spiel sieht mega aus. Also ich habe da schon mal kurz reingeguckt. Ist schon nicht schlecht. So, dann. Genau. Dann habe ich hier die Klassiker, die Edition von The Tomb Raider Trilogy. Auch PS3 natürlich. Das Tomb Raider Legion drauf, Underworld und Anniversary. Ne? Dann exklusive Bonusinhalte bei Legion und Anniversary. Anleitung ist auch bei. Ne? Ritt. So, habe ich denn hier alles Zettel drin? Naja, alles klar. Die brauche ich gleich nochmal. So, dann den Teil, den ich umsonst gekriegt habe, ist die HD-Kollektion von Splinter Cell Trilogy. Die habe ich so mitgekriegt. Das Splinter Cell drauf, dann Pandora Tomorrow und Chaos Fedrai oder so irgendwie. So. Könnt ihr mal selber gucken. So. Dann habe ich noch was, was neu war, das habe ich jetzt auch schon angespielt. Und zwar Has-Been Heroes für PS4. Ja, ihr seht den Preis, ja. Hat echt so viel gekostet, ist neu gewesen. Geht zwar auch für den weg, ich habe ein einziges bei eBay vorhin gefunden, was ein Tick günstiger war, aber es geht auch für ungefähr das Doppelte weg. Gibt es auch für Switch. Das Spiel. Anleitung ist da jetzt nicht dabei. Also soll neu gewesen sein. Das ist ein Roguelike Handlungsstrategie hat das. 100% von einzelartigen Einzelteilen und von Zaubersprüchen und so weiter. So ein RPG-Gedöns.
Spiel. Sieht auf jeden Fall cool aus. Könnt ihr mal im Internet gucken, ne? Dann habe ich gefragt, ob die noch irgendwie so Aufsteller haben oder sowas. Kleinen Moment. Kann man einen Tick höher machen? Nervt mich ab, dass ein Tick von meinem Kopf weg ist. So. Also, dass sie Aufsteller haben oder sowas, haben sie nicht. Da habe ich dann dieses hier gekriegt, ein Steelbook. Habe ich Geschenk gekriegt. Oh, mein Fernseher ist mir schon eingeblendet. Ne? Da sollen Buttons drin sein. Das ist von The Elder Scrolls Online. Morrowind. Also ich habe es jetzt noch nicht ausgepackt. Ja, aber finde ich geil hier mit den Bären. Naja, warum sonst, ne? So, dann habe ich noch mal richtig zugeschlagen. Auch noch an dem Tag. Dann bin ich nach Müller hingegangen. Hab mir endlich mal das Spiel geholt, was ich schon vor Monaten mir geholt haben wollte. Und zwar Ark Survival Evolved. Das hatten sie endlich mal wieder da. Ja, 40 Euro, ich weiß. Geht günstiger. Aber wollte es also neu haben. Ne? Ist schon geil. Dann noch was richtig Geiles. Das wird unseren Pixel-Ami gefallen. Und zwar Asterix und Obelix XXL 2 limitierte Edition. Oh ja, auch nochmal für 40. Für die Switch. Und zwar sind da Figuren drin. Drei Stück, nämlich Asterix, Obelix und Idefix. Das sieht man da. Hatten sie nur ein einziges da. Und ich habe zugeschlagen. Da konnte ich nicht anders. Gut, dann bin ich noch weitergegangen. Zu Mediamarkt. Jo, da war ich auch schon lange am Überlegen, ob ich mir das mal holen soll. Spielt ein bisschen ja, auf der Insel. Kann da Diktator spielen. Ich habe schon gerade ein bisschen gelinst, vielleicht. Und zwar Tropico 5. Ja, kann man eigene Welt aufbauen. Ja, dann kann er über seinen eigenen Inselstaat herrschen. Boah. Auch online sogar kann man das spielen, ne? War ich auch schon lange am Überlegen, ob ich mir das mal hole. Das ist mir nochmal über den Weg gelaufen, fiel mir ein, wolltest du doch mal haben. Naja, jetzt habe ich es getan. So, dann den nächsten Tag weiter mal in Innenstadt. Beim Überlegen, was ich jetzt für meine Mutter zum Geburtstag hole. Habt ihr vorher angerufen. Sie hat ja am 12. September Geburtstag. Boah, gut, hab sie angerufen, weil sie malt ja Bilder. Das da oben hat sie selber gemalt. Und dann sind da noch zwei. Ja, hat auch schon Ausstellungen gehabt. Ein Burgerhaus hier bei mir in Gröblingen. Ein Stadtteil weiter in Ostertshausen. Und bei ihren damaligen Arbeitsgeber, Stromanbieter und Telefonanbieter hier von unserer Stadt. Naja, auf jeden Fall habe ich es angerufen, was willst du denn haben? Brauchst du noch Farben oder so? Nein, brauchst du nicht. Ja, weil wir hatten ja, also sie hatte massenweise von meiner Tante gekriegt, die malt auch. Naja, ja, habe ich total vergessen, dass er total versorgt ist. Hat ja schon Farbe verschenkt sogar. Naja, gut, bin ich weitergezogen, dann nochmal bei GameStop rein. In der Bremer Innenstadt halt. Und was habe ich da gefunden? Einmal Gears of War für die Xbox 360. 4,99 geht auch teilweise für doppelte, dreifache weg bei eBay. Geht aber auch schon mal 3 Euro noch was oder so los. Hatte ich vorhin bei eBay mal wieder geguckt. Ja, das ist auch wieder die Kaufe 3, zahle 2 Aktionen. Dann noch was ganz Schönes. Batman Arkham City Steelbook. Das sollte... Rup, da habe ich das schon abgemacht gehabt. Wo habe ich den gelassen? Ach, der ist dann da drin. Alles klar. Das sollte 5,99 kosten. Geht auch ein Tick günstiger weg, aber auch ein Tick teurer. Na, wenn ich die Versandgebühren mitrechne, ne? Also mit Schuber hier. Was ist hier drin?
kleine Anleitung. Und rip. Noch so Dings hier mit Code hinten drauf für ein anderes Spiel. Naja, konnte ich nicht widerstehen. Bin ja nicht der allergrößte Batman-Fan, aber manche Filme waren doch schon cool. Ja, ganz früh die Strumpfhosen-Serie da. War schon lustig. Aber für den Preis konnte ich es nicht liegen lassen. So, jetzt seid ihr gespannt, was ich umsonst gekriegt habe. Das ist noch geiler. Und zwar geht das zwischen, was hatte ich vorhin gesehen? Bei eBay zwischen 2 und, boah, lass mich lügen, was war das? 15 Euro oder sowas. Ja, das habe ich dann auch so für 4,99 oder so gekriegt. Das steht natürlich jetzt nicht auf dem Kassenbon drauf, und zwar ist das Mass Effect. Auch Steelbook. Gut, er hat einen kleinen Schaden hier an der Seite. Aber ist richtig geil. Auch eine ganz kleine Bollen hier mit drin, so minimal. Aber sieht auch geil aus, oder? Das Geilste ist, was hier noch drin ist. Also ist auch limitiert. In dem Fall. Natürlich. Das Spiel mit Bonus-Content-CD. Gut, hier hat es ein minimale Toucher. Ne? Bruchspuren hier. Ich bin mega zufrieden, wo ich das gesehen habe. Von Mass Effect ist sowieso geil. Da habe ich den zweiten Teil oder dritten. Sehe ich das da? Mal gucken. Oh, viel zu viele Spiele mittlerweile. Na, egal. Ich glaube, den zweiten Teil, oder? Oder dritten, egal. Auf jeden Fall sieht das cool aus. Habe ich jetzt noch nicht angefangen. Aber, ja, ist doch geil hier. Was haben wir hier noch? Ne, nochmal so ein Heftchen hier. Mit viel Text. So, Warnhinweis oder irgend so ein Gedöns oder die Geschichte davon. Mal gucken. Boah, ist das klein geschrieben. Kann ja kein Mensch lesen. Also Weltraum Science Fiction hier, Western, Weltraum Oper. Aha, von den Künstler da, der das da gemacht hat, da. Kleiner Text. So. Dann haben wir dabei was richtig Geiles. Artbook. Ja. Also um die 15 Euro oder so habe ich das gerade vorhin gesehen. Also schon krass. Ja, also das Heft ist richtig geil. Ja. Kann ich nur empfehlen, sieht richtig edel aus. Dann Galaktische Kodex Grundlagen, Ausgabe 2183. Ja, das braucht man wohl zu dem Spiel. Auch nochmal hier die Figuren erklärt, die Charaktere. Das ist richtig geil. Und natürlich, was heißt natürlich, heutzutage gar nicht mehr natürlich leider, eine Anleitung. Yeah. Ja, für umsonst, ne? Ich dachte, ich kriege das andere umsonst, so habe ich das gekriegt. Ja, da war der Typ noch leider leicht beleidigt. Ich hatte ihn auch gefragt, ob sie auch noch mal sowas haben, so einen Aufsteller oder sowas. Dann haben sie nein gesagt, naja. Aber sonst, das war ein bisschen komisch, aber egal. So, das mal aufheben. So, dann habe ich mir noch was zuschicken lassen über Amazon. Das Spiel hatte ich beim Raketenjansel gesehen. Das sah interessant aus, was er da gezeigt hatte. Gut, das Spiel geht auch schon zwischen 1 Euro noch was und 8, 9 Euro oder so weg.
hab da 6,80 oder so bezahlt über Amazon, nämlich Alpha Protocol. Ein Spionage-RPG. Gut, den Aufkleber hier muss ich abmachen und den da. Ihr seht da den Preis, wie viel das mal wo gekostet hat. Ja. Aber mit Anleitung. Sieht cool aus. Ne? Also. Ich lese euch das mal vor hier. In diesem modernen Spionage-RPG liegt der Story-Verlauf ganz in ihrer Hand. Wollen Sie Ihren Gegner gezielt manipulieren, die feindliche Seite lieber getarnt unterwandern oder sich mit brachialer Gewalt durchsetzen? Entscheidung ist Ihre Waffe. Ja, also sieht schon geil aus. Sprache Englisch, aber Text Deutsch. Das gute Alpha-Protokoll. Habe ich vorher noch nie von gehört. Aber sah interessant aus, was der Raketenjanse gezeigt hatte. Ja, nehmen wir dann mit, ne? So, dann war ich heute mit dem Pixel Quad unterwegs. Der Name wird nochmal vielleicht noch einen Tick geändert, aber mal gucken. Ja, darunter, also zu der Gruppe gehört natürlich der Pixel Ami oder auch der Aqua Ami, wie man will. Grüße gehen raus, dann der Ricky's World und der gute Podo Bailo. So, wir haben uns heute Morgen 5:30 Uhr wieder getroffen. Sind auf drei, auf unserem drei berühmten Flohmärkten hier in Bremen durch die Gegend gedüst. Gut, er hat später leider ein paar leichte Magenprobleme, aber mittlerweile geht's. Wieder, keine Ahnung, woran das lag. Konnte wahrscheinlich wieder was nicht ab. Lebensmittelunverträglichkeit, ne? Übel. Aber was soll's? Ja, sollte in die Kamera gucken. Nicht zum Fernseher. So. Ja, dann sind wir unterwegs gewesen. Also gut, später hat es ein bisschen getröpfelt, aber sonst im Großen und Ganzen ging's. Am Anfang war es noch ein bisschen mau auf der Bürgerweide. Aber wo wir uns getroffen hatten, da habe ich noch was Schönes gekriegt von Ricky's World. Nämlich ein gutes, jetzt kommt's, ein sehr beliebtes Spiel, wird immer wieder gekauft, von jedem fast. FIFA 12, yeah! Für die Xbox 360, gut, das ist jetzt nicht die Originalhülle. Ich hatte eine Hülle von ihm, die war hier total schrotti und innen drin auch minimal, aber dazu gleich. Na, was soll ich dazu sagen? Fußball halt, ne? Ich habe das schon für PlayStation 2. Ich dachte, ich hätte das auch für 3 gehabt. Aber naja, war echt überrascht. Jetzt habe ich auch mal ein Spiel für die Xbox 360. Weiß nicht, ob dazu noch eine Anleitung gehört. Also hier sind nur zwei Flyer drin. Einmal hier ein Gesundheitsgedöns. Und noch so ein Flyer mit einem Code. Ne? Keine Ahnung, wenn ihr das wisst, könnt ihr ja mal Bescheid sagen. CD in super Zustand. In der Hülle, also diese Hülle ist ja nicht die Original. Da hatte ich noch den einen Händler da gefragt, ob ich die Hülle umsonst kriegen kann. Brauche nur da die Hülle halt. Nicht, also das Spiel war eh nicht drin. Aber hier, das Spiel sollte da mal drin gewesen sein. Gut, man sieht es ein bisschen kaputt hier. Ein bisschen knickerig hier. Aber ich heb das trotzdem auf. Hier ist ein bisschen Klebergedöns, aber heb's auf. Vielleicht kann das immer einer gebrauchen oder ich selber, wenn ich nur das Spiel finde. Mit noch schlechteren Dings, aber die CD in Ordnung ist. Hab dafür extra einen Ordner für Anleitung und sowas. Cover. Naja, gut. Also bei dem Händler, von dem ich gerade geredet habe, habe ich vier Spiele mitgenommen. Und zwar, womit fangen wir denn mal an? Fangen wir mit denen an. Das ist eine etwas andere Reihenfolge, als wir übergelaufen sind, aber egal. Das ist jetzt, das erste war ja bei der Bürgerweide. Da hatte ich nichts gehabt, genau. Gut, dann sind wir ja weitergefahren zur Tupfwitzstraße, da zeige ich gleich was, aber jetzt bei dem letzten, wo wir waren, der nicht der vorletzte ist, weil wir nochmal zum ersten gefahren sind. Ja,
Ach ne, jetzt sehe ich das kompliziert. Na egal, auf jeden Fall habe ich da bei dem Händler Resident Evil Operation Raccoon City mir geholt. Ist hier hinten noch, also Englisch alles, Englisch Dings, aber man kann es auf Deutsch spielen. Das habe ich erst zu Hause gesehen, muss man reinziehen. Wieder mal nicht aufgepasst, aber egal. Anleitung ist drinne. Na gut, hier ein bisschen kleiner Defekt an der Hülle, aber das gut. In dem Fall stürzt mich nicht. Bei dem anderen, was ich von Ricky gekriegt hatte, war das natürlich dramatischer. Na gut, dann Gears of War. Auch auf Englisch hinten. Gut, auch nicht die Originalhülle, Silber. Gehen wir nicht von aus, dass sie Silberhüllen hatten, aber naja, die Hülle ist in Ordnung, außer der Kleber hier oben. Anleitung drin. Dann nochmal Gears of War für die Xbox 360. Der zweite Teil. Kann man auch auf Deutsch spielen, auch wieder Englisch hinten. Ja, auch erst zu Hause gesehen, aber Anleitung bei und noch so ein Flyerchen. Aber stört mich nicht, damit habe ich drei Teile wieder zusammen. Und das kleine Highlight, Red Dead Revolver für die Xbox. Funktioniert auch auf der Xbox 360, auf Deutsch. Mit Anleitung und zwei Flyern hier. Habt ihr mir vorhin alle mal reingeschmissen. Ne? Fühlt sich auch ganz schön schwer an, muss ich sagen. Gut, für die vier Spiele habe ich 25 bezahlt. Er wollte, was war das, 27 oder 28 haben. Habe jetzt auch noch mal bei eBay alle mal eingetippt. Also gehen teilweise teurer weg, teilweise gut, nee, mal günstiger, aber man kommt ungefähr auf das Gleiche hin. Also, ne? Hätte ich natürlich versuchen können, noch mehr zu handeln, aber der da so schön erklärt, da war ich geflasht. Naja, und ich hatte Magenschmerzen oder so. Naja, es geht. Ein Spiel, weiß jetzt nicht welches das war, Gears of War oder Red Dead, hatte ich für 15 alleine schon gesehen. Ne? Also wenn ich Höchstpreise davon nehme, wäre ich noch teurer weggekommen bei eBay. Naja. Gut, dann, was darf nicht fehlen in meinen Videos? Was ist da meistens mit bei, außer bei dem letzten, was ich gemacht hatte, mit den Bremer Karten und den Eintrittskarten? Natürlich Pokémon. Und zwar nochmal ein. Das ist ein Reshiram diesmal. Genau. Oh nee, Kyurem. Für 1,25, das hatte ich ein Bundle mit dem Podobaldo. Der hatte Mario gehabt, so einen durchsichtigen, so als kleine Lampe. Ja, hier kann man die Flügel abnehmen. Bei dem Kerl hier. Hatte er entdeckt. Gut, habe ich gleich zugeschlagen. Ist doch cool. Wie kann ich Reshiram und Kyurem nicht auseinanderhalten? Das müsste aber Reshiram sein. Doch. Doch, doch. Das da ist Kyurem. Der da. So, der kommt dann hier hin. Zack. So, dann war die noch in einer Kiste. Wo war das? Duckwitzstraße, glaube ich. Auch noch wieder was gefunden. Dieser Kollege, was ist das? 2010 oder 16? Kann ich ihn lesen. Naja, auf jeden Fall ein Evoli. 50 Cent. Habe ich, glaube ich, bezahlt. Doch, 50 war das, genau. Da, wo war das denn? Ich glaube, Duckwitzstraße war das. Auf jeden Fall hatte ich da eine Kiste da geguckt, erst nichts gesehen da drin. Da habe ich was hochgehoben. Boah, da Lacher. Ne, das war bei Fegro, beim dritten. Naja, wird hier auf jeden Fall langsam mehr. Muss man hier ein bisschen umbauen. Vor allem muss ich mal Staub wischen. So viel dazu. Zack. Ein bisschen nach vorne, so wird ja langsam voll mit den Jungs und Mädels. Aber das Geilste ist dieser Kollege, den hat, wo wir dann nochmal wieder auf der Bürgerweide waren, beim ersten Flohmarkt zum Schluss. Habe ich noch diesen Kollegen gefunden, ein Original, weiß nicht, ob man den auch waschen kann. Der ist von 1999.
Nehme ich ein Mauzi. Weiß nicht, ob ich den in eine Waschmaschine schmeißen kann. 50 Cent. Mal erst mal überlegen, wollte ich eigentlich keine weiteren Stofftiere? Ich habe ja schon welche in der Vitrine. Ne? Also ich hatte noch, wir hatten noch einen riesen Pikachu gesehen, der war so groß, also so hier, sieht man das? Oh, auf jeden Fall ist riesig, den habe ich natürlich liegen lassen. Da wüsste ich nicht, wo ich den hinpacken sollte. Aber den Kerl habe ich mitgenommen. Das ist hier dieses Granulatsgedöns. Also ich weiß nicht, ob man das waschen kann. Na, bei 30 Grad könnte man es vielleicht reinpacken. Auf jeden Fall Original Game Freak steht hier nämlich auch. Ja, naja, jetzt habe ich ein kleines Mauzi. Der kommt in meine Vitrine. Das ist auch geil. Naja. Na, haben wir zugeschlagen ordentlich diese Woche. Und dann wird es erstmal die nächsten Wochen vielleicht Ruhe. Was Flohmann angeht, mal gucken. Auf jeden Fall nach dem 12. Wenn meine Mutter am Sonntag da feiern sollte, werde ich vielleicht nicht mitkommen. Mal gucken. Puh, mal schauen. Auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, immer lasst ein Like da, ein Abo. Kommi. Und so weiter, ne? Und war noch was? Mal überlegen schnell. Glaube nicht. Und schon wieder Polizei unterwegs. Oder Krankenwagen. Jedes Mal, wenn ich ein Video aufnehme. Das ist irgendwie komisch. Naja, auf jeden Fall, großen und Ganzen war der Flohmarkt super. Zumindest zum Schluss hin war das schön voll nochmal auf der Burgerweide. Und Fekro sowieso, der ist überdacht. Ne? Ja, also damit bin ich raus. Ne? Danke fürs Zuschauen, euer Küstenschieber. Bis demnächst.